habe ich zu weit innen angesetzt. Aber warum? Dreierbreite, Dreierbreite, hier hoch, Dreierbreite. Ist alles sehr fragwürdig. Vielleicht liegt es 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kein Problem. Kennt er ja. Zum Glück müssen wir nicht alles wegmachen. Nur so ein bisschen. So. Dann kommt hier wieder Holz hin. Das hier kommt weg. Oder kommt es weg? Ich weiß gerade nicht. Ja, doch. Dann kommt hier nämlich der Stein hin. Genau, und dann wird das Ganze in eine etwas breitere Breite gezogen. Sozusagen. Okay, hier die Wand kommt weg. Zumindest so ein bisschen. Also eigentlich komplett. Dadurch wird dann der Raum hier ein bisschen kleiner. Das ist aber nicht so schlimm. Da wir ja wirklich ausreichend Platz zur Verfügung haben. Und wir können dann notfalls auch nochmal alles verbreitern, verkleinern, vergrößern und was wir alles können. Also eigentlich können wir alles. Weil wir halt einfach mal super sind. Weil ich mich damit nicht mal zu weit jetzt aus dem Fenster lehne. So. So. Und dann können wir hier... Das kann mal weg. Guck mal, das Holz hier können wir zum Beispiel auch daraus fischen. Gucken. Ah ja, gut. Klappt. Alles klar. Treppen. So und so. Und dann kann hier drunter... Nein, nicht das Holz. Jetzt haben wir keine Erde mehr. Super. Genau so wollte ich das, dass wir keine Erde mehr haben. So. Genau. Okay, dann holen wir uns erstmal ein bisschen Erde. Können auch nochmal das ein oder andere Steak einpacken. So. Was brauchen wir denn jetzt nicht? Den Bogen. Komm, wir packen jetzt den Bogen mal weg. Der geht mir auch dezent auf den Sack. So. So. Dann nehmen wir mal Erde mit. Ein Steak reicht dicke. Meine Sonne sieht jetzt auch viel schöner aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Sonne von den Teletubbies. Stellt euch jetzt hier einfach noch so das Gesicht vor. Das kleine Baby sozusagen. Ja doch, das war schon cool. Ich fand die lustig. Teletubbies. Würde ich zwar niemals meinen Kindern zeigen, weil... du kannst ja dir auch ganz spontan ja mal die Pulsadern aufschneiden, wenn du das möchtest. Teletubbies, nix für Kinder. Also eigentlich ist es für Kinder ja gemacht, aber... Man hat ja auch eine soziale Verantwortung, meine Freunde. Man muss die Treppe hier natürlich weg. Ich weiß auch nicht, warum hier drunter Holz jetzt war. Ich habe das nicht mir so ausgesucht. Das war ich nicht. Das war schon so. 1, 2, 3. Dann kommt die Treppe hier hin. Kann hier von mir wieder Erde rein. Treppe. Hier kann Stein hin. Wobei Erde auch gut ist. So. Und dann haben wir die Treppe eigentlich schon wieder fast fertig. Dann ziehen wir jetzt... Oh, mega Ruckler. Dann ziehen wir hier wieder die Wand hin. Zack. Da nicht. Und dann hier. Mann. So, dann haben wir das. Ein paar Fackeln wären hier auch nicht schlecht. Das ist von mir voll der Darkroom. Der Darkroom. So, dann müssen wir hier dasselbe natürlich auch nochmal machen. Den ganzen Krempel nochmal einen nach hinten setzen. Das hier kann dann natürlich weg. Da kommt dann wieder Holz hin. Oh Gott, noch mehr Holzverbrauch.
Es ist schon wieder dunkel geworden. Meine Fresse. Oh, toll, falsches Fenster. So, dann hauen wir uns nochmal hin. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Monster aus, weil das ist, denke ich mal, schon besser so. Während wir hier bauen, möchte ich eigentlich keine Creeper oder so bei mir in der Nähe haben. Die machen sowieso mehr kaputt, auch wenn es vielleicht ein bisschen die Spannung rausnimmt. Aber spätestens nachdem wir die Monster wieder angeschaltet haben bei irgendwas, vergesse ich die dann wieder auszumachen und so weiter. Und dann kommt es so, wie es kommt. So, machen wir hier dicht. So, das war's dann auch schon wieder mit unserem Fichtenholz. Hier ist schon wieder Holz drunter, warum? Könnt ihr mal sehen, wie schlampig ich arbeite. So, dann kommt da Erde hin. Hier kommt auf jeden Fall auch Erde hin. So. Und dann kommt hier... Ach nee. Ja doch, das geht alles ein nach hinten. Dann kommen hier wieder die Treppen hin. Da kommt Erde drunter. Hier kommt Holz rein. Genauso wie hier. Mann. So. Dann können wir hier die ganze Wand wieder rausreißen. Weil es so schön war. Aber gut, so muss das nun mal sein. Also eigentlich würde ich am liebsten sogar die Treppenabstände 5 breit machen. Aber naja, da haben wir wohl, glaube ich, nicht so die Wahl gehabt jetzt. Meine Freunde der Sonne. Freunde der Sonne sage ich auch ganz schön oft. Aber ich könnte auch, weiß ich nicht, Freunde des Mondes sagen. Wäre das okay? Nee, möchte ich nicht. Warum ist denn hier drin eigentlich hohl? So. So, hier kommt total die aufregende Zirkusmucke gerade. Ach, die Musik. Die Ausrastmusik. Miep, miep. Miep, miep. So. Was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Ging alles dann ein nach hinten. Dann kann man den Durchgang hier auch wieder breiter machen. Das wäre denn natürlich optimal. Ah, alles klar. Das hier hatte ich abgerissen. So. Ich merke schon, ich bin heute sehr wichtig. Also die Aufnahmen sprechen für sich. So. Da hat mir nämlich gerade meine Map geantwortet, da ich doch ein komisches Pfeifen im Ohr, kein Pfeifen, da ich doch einen komischen Druck auf dem linken Ohr verspüre. Das hat sich ja nun immer noch nicht geändert, das ist leider immer noch so. Da ich meiner Mom mehr vertraue als jedem Arzt auf dieser Welt, werde ich dann auch nach dieser Aufnahme einmal reinschnuppern und gucken, was sie mir denn geschrieben hat. Aber halt erst nach der Aufnahme. Aber das, was ich bis jetzt so von der Antwort gelesen habe, was ja nur ein Stück war, sah sehr beruhigend aus. Ich werde also nicht sterben. Ja, voll interessant so war. Für euch. So, dann haben wir das hier. Dann kommt hier oben der Holz hin, zack. Und dann haben wir das alles auch ein Nümmerchen breiter. So wie es nämlich sein soll. So, den Stein haben wir noch gerettet. Darauf mische ich jetzt erstmal einen Steak. So, dann können wir hier nämlich... Ja, die Wand vorsetzen. Zack. Ich finde es allgemein voll cool. Also Mütter sind ja sowieso immer so einen kleinen Lebensretter.
wird ja bei Facebook immer ganz groß angepriesen. So diverse Sprüche, die sich kleine Kinder ausdenken, um damit irgendwelche Likes zu kassieren. Aber keiner von denen macht sich wirklich so Gedanken, wie es vielleicht wirklich ist, wie wichtig Mütter für uns sind. Weil meine Mütter, die verzichten schon auf einiges, um uns großzuziehen. Und muss ich ehrlich sagen, Respekt dafür. Viele haben es nicht leicht und nur wenige können damit umgehen. Was halt auch schade ist, dadurch, dass ich halt nicht jede Mutter gleich gut um ein Kind kümmert. Also es gibt viele Geschichten, wo ich immer, weiß ich nicht, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Bild folgt auf Facebook. Nein, Quatsch. Finde ich wirklich, also zum Teil sehr grässlich, wenn Mütter sich einfach mal nicht um ihre Kinder kümmern. Sehr schade, aber die sich um ihre Kinder kümmern, also da wirklich Respekt an euch, dass ihr da so einen verdammt guten Job macht und im Gegensatz zu uns, die ständig irgendwie Erde vergessen oder so. Scheint hat sich auch, mittlerweile hat sich scheinbar auch die Framerate wieder eingekriegt. So ein bisschen. Also ich habe jetzt wieder hier 50 FPS, das läuft besser. Im Gegensatz zu Müttern, die arbeiten ja permanent mit 100 FPS. Das Spiel läuft. Wie Brezel backen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, hier oben. Mensch, genau. Ich war dabei, hier die kleinen Klötze auszudingsen, bumsen. Genau. Hier kann dann auch Erde rein. Überall eigentlich. Die ganze Reihe durch, außer hier. Da kommt ja dann nichts hin. Das bleibt nämlich offen, damit wir einen epischen Eingang haben. Müssen wir dann nur gucken, dass wir dann auch eine epische Tür hinkriegen, weil bei einer Dreierbreite würde eine Einertür reinpassen und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte das nicht. War das so richtig? Ah, da kommt ja eh die Decke vor wieder. Also machen wir das wieder so. Das ist ja die Außenseite, das ist ja alles klar. Hier fehlen auch noch Treppen. Von außen meine ich. Und das war's mit dem Holz. So. Dann können wir uns jetzt mal um den Eingang hier kümmern. Weil der ist mir wirklich ein bisschen zu schmal. Wieso ist da schon immer noch Holz? Es schleift. Und zwar aufs Extremste. Leute, 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 Leute. Da oben ist auch Stein. Warum ist da Stein? Das liegt jetzt bestimmt am Umbau. Das ist sehr verwirrend. Und verworren. Und mysteriös. So. Ah, das hier oben rum eigentlich gar nicht wegmachen. Aber ich mach's jetzt mal trotzdem. So, dann können wir hier mal die Holz raushauen. Dahinter das glaube ich auch. Ja. Können wir das hier auch noch raushauen? Nein. Das war die Treppe, glaube ich, die wir jetzt rausgehauen haben. Nein, war es nicht. Das war der Boden. So. Dann können wir hier nämlich den Rest wieder mit Erde auffüllen. Nein. Erde, ich gesagt. So. Hier kommt ein Stein rein. Das hier kommt weg. Warum keine Steine? Da kommt dann die ganz normale Decke rein. Die Erde muss dann natürlich auch wieder weichen. Die hier wahrscheinlich auch. So. Und dann brauchen wir wieder unsere Treppchen. Und dann machen wir die diesmal vielleicht so. Und so. Vielleicht machen wir die auch mal richtig runden. Dann sieht das vielleicht nicht ganz so kacke aus. Ja, ist auf jeden Fall besser. Mensch. Guck mal. Obwohl, irgendwas stört mich. Irgendwas stört mich. Irgendwas stört mich. Mich stört irgendwas. Ich habe eine bessere Idee. So. Machen wir so. Ja, so ist besser. Sieht auf jeden Fall größer aus.
Holz. Erde kommt ebenfalls wieder weg, auch hier. Genauso wie hier das Holz wegkommt. Ich glaube, hier war dann wieder Boden, oder? Nein, da war noch Holz. So, dann machen wir die Erde. Ja, so. Die Erde kommt weg. Obwohl die Erde hat mal. Ne, die bleibt, die kommt weg. Genau. Muss ich selber erstmal kurz überlegen. So, hier kommt dann Decke rein. Hier kommt wieder Holzboden rein. Da so. Oh, okay. Sollte dann doch so bleiben. Da müssen wir wirklich gucken in dem Abstand. Das Problem ist nämlich, in der Kopie habe ich da habe ich ja dann versucht, diese Redstone-Tür zu bauen und habe dann aus Versehen in den Keller reingebaut. Das fand ich nicht so schön. Dann können wir hier mal die Wand noch hochziehen. Schön hoch. So. Ist das erste Stack wieder weg? So, Stack weg. Da hatte ich schon wieder mega Ruckler. Das finde ich nicht in Ordnung. Das Holzstück kommt weg. Da kommt Stein rein. Da hätten wir auch Erde nehmen können, sehe ich gerade so. Das hier ist unnötig. Stimmt, das kommt ja dann wieder auf die geringe Höhe hier. Da habe ich dann nämlich noch was anderes vor. Ich glaube hier... Hier haben wir das schon gemacht. Okay. Okay. Können wir ja nach oben. Und dann kommt hier... Das so hin. Das bleibt. Da kommt ein Baumstamm hin. Halt, nein. Ja, doch. Verwirrend. So. Dann kommt ja hier doch die Erde wieder weg. Und auch die Holzdecke. Und bei Clash of Clans wird mir gerade angezeigt, dass mein Dorf angegriffen wurde. Warum mache ich die Erde hier weg? Bin ich besoffen. Für Leute, die Clash of Clans spielen, wir suchen immer noch Verstärkung für unseren Clan. Wer also beitreten möchte, einfach anschreiben, auch hier bei YouTube. Ich lese eh alle Nachrichten, antworte auch auf alle. Einfach schreiben und dann sage ich euch den Namen. Vielleicht, wenn ihr brav seid. So, jetzt fehlt hier natürlich noch so ein bisschen was Cooles. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Okay. So. Nein. So. Gucken, ob das so gut ist, wenn ich das so breit ansetze. So. So nicht. Ich glaube, ich habe da einen Baufehler jetzt drin. Wie immer. Der war auch falsch. Also. Doch, ist richtig. Mal, jetzt hätte ich den lassen können. So. Und so. Und so. Die meisten können sich schon denken, was es wird. Ist der nun mehr als offensichtlich. Dann kommt nämlich hier. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Ja. So. Kurz eine Denkpause. Kurz mal Brain AFK. Wir haben noch ein Stack Holz. Ich weiß es genau. So. Und so. Und ich glaube... Ich glaube, hier muss dann der Stein wieder rein. So.
Genau. So lassen wir das. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen hübscher. So. 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 So, 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 so. Und so. Und so. Und so. Und dann sieht das Ganze doch schon mal recht ansehnlich aus, ganz im Gegensatz zu unserem Eingang hier. Jetzt schauen wir mal weiter. Wir müssen... Da, ja, wir brauchen Baumstämme. Wobei wir die hier drinnen, glaube ich, lassen können. Das reicht auch eigentlich, wenn die Außenwand die Baumstämme mit drin hat und die Innenseite... Ach komm, wir lassen das. Wir lassen das jetzt einfach. Wir brauchen auch so Holz. Unsere Axt löst sich auch bald auf. Finde ich jetzt nicht so geil. Mal viel die Treppen hier an Eingang wegnehmen. Aber gut, wir müssen noch mal rüber und uns eine Holzaxt, eine neue Axt besorgen. Sticks haben wir ja auf jeden Fall, bis der Arzt kommt. Wobei wir gar nicht mal so viele brauchen. Ich denke mal, eine Axt reicht. Erstmal. Schaufeln haben wir noch, Spitzhacke haben wir auf jeden Fall auch. So. Dann gehen wir mal hier eben so ein bisschen Fichtenholz sammeln. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Eichenholz. Mal. Los. Hat sich der Baum da immer noch nicht aufgelöst? Dann muss ich da wohl wieder irgendwas vergessen haben. Da. War es das Einzige? Schauen wir mal. Ja, der Baum löst sich auf. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal. Dann hat sich die Axt schon mal verabschiedet und jetzt haben wir noch die andere. Verdammt Axt. So, dann haben wir hier ein schönes Fichtenholz. Und dann haben wir auf der anderen Seite Eichenholz. Nehmen wir alles mit. Holz brauchen wir ja wirklich mehr. Mehr als wir haben. Und wahrscheinlich brauchen wir, haben wir dann zum Schluss aber auch mehr Holz als wir brauchen. Obwohl man Holz ja wirklich immer braucht. Immer. Immer. Schlechte Zeiten. Wirtschaftskrise. Aber Holz dabei. So. What the fuck? Was ist das denn hier? Geh nur mal kurz gucken. Da unten, das soll, glaube ich, Eisen.